Das große Ziel, das Finale der Europa League, ist zum Greifen nah. Doch im Halbfinale muss Valencia nun erst einmal den FC Sevilla bezwingen. Juan Antonio Pizzis Mannschaft hat in den vergangenen 11 Europa League-Partien nur einmal verloren. Der Argentinier weiß um die Wichtigkeit dieser Partie. No, yo no, no pensaría tan largo plazo, yo no lo cargaría este partido de... Dieses Spiel ist enorm wichtig. Ich würde nicht zu weit vorausblicken, aber diese Partie ist wohl eine der wichtigsten in der Karriere vieler Spieler und für mich als Trainer. Wir müssen auch die große Geschichte von Valencia beachten. Damit darf man nicht leichtfertig umgehen. Wir müssen uns fokussieren, unser Bestes geben und eine gute Leistung zeigen. Wir wollen ein gutes Ergebnis. Das Finale würde für den Verein, die Spieler und alle Beteiligten sehr viel bedeuten. Das Hinspiel muss Valencia in Sevilla bestreiten. Pizzi erwartet dort eine geradezu beängstigende Atmosphäre. Bereits im Februar in der Liga kam das Team von Pizzi dort nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. In diesem Stadion ist der Gegner nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf den Tribünen. Das ist ein großer Druck für die Auswärtsmannschaft. Aber wir wollen dort gewinnen und eine gute Leistung zeigen. Wir wissen, dass das gegen Sevilla nicht einfach wird. Wir sind nicht der Favorit auf den Titel, aber im Fußball ist alles möglich. Wir haben den Willen, weiterzukommen. Falls Valencia es schafft, in Sevilla zu bestehen, wäre ein riesiger Schritt in Richtung Europa-League-Finale getan.